Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Doch nochmal in meiner alten Wohnung und doch nochmal ein Teddy-Haul. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin total verrückt. Ich habe zwar bei meinem letzten Teddy-Haul schon gesagt, dass ich ja nichts mehr kaufen werde und es folgen noch mehrere Hauls. Also ich tue das jetzt nicht alles in einem Video, weil ich glaube, das wird zu lang. Deswegen wird das jetzt der Teddy-Haul und dann kommt noch ein extra Video für die anderen, wo ich so war. Jetzt liegt hier so ein lustiges rotes Deckchen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum? Weil ich hatte vorher ja eine schwarze Tischdecke drauf. Ja, die habe ich schon eingepackt oder in der Wäsche. Nee, ich glaube, in der Wäsche habe ich sie. Und deswegen habe ich dieses rote Deckchen, da, wie man sieht, das Glas ist und das spiegelt. Obwohl, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Aber naja, lassen wir das rote Deckchen einfach mal. Da liegen, stört ja nicht. Und da würde ich sagen, rede ich mal nicht weiter. Ich rede irgendwie schon eine Minute. Und ich würde sagen, jo, fangen wir einfach mal an. Machen wir mal einen Knick hier weg. Nehmen wir das erste, sehr spektakulär, nämlich Zahnstocher. 3 mal für 150, nee, nicht für 150 Euro. Ja, das wäre ein bisschen viel, glaube ich. 3 mal 150 Stück für 1 Euro. Ich möchte ja dann, wenn ich umgezogen bin, auch mit Resin mal irgendwie so ausprobieren. Und da braucht man ja wohl auch irgendwie mal Zahnstocher. Und dann habe ich sie jetzt schon mal geholt. Schadet ja nicht. Ansonsten, wenn man sie dafür nicht benutzen will, kann man sie nach dem Essen ja noch benutzen. Und ja. Da ich ja irgendwie im Moment an allem Interesse habe, was so kreativ ist, habe ich mir unbehandelte Holzboxen mitgenommen, also 2 Stück. Das ist die ganz kleine davon. Die möchte ich irgendwie bemalen und dann so Deko denn hier drauf machen mit so Figürchen und so und diese, ja, Fake-Sahne oder wie man das schimpft. Ich habe schon ein paar Videos gesehen und das fand ich recht schön und deswegen habe ich die schon mal mitgenommen. Kann man halt so aufmachen, kann man was Kleines reintun, jetzt nicht wirklich viel. Hat auch falsch rum 1 Euro gekostet und achso, da steht auch die Größe. Holzbox Natur 10 cm. Das ist die erste. Dann haben wir jetzt eine etwas größere, wie man sieht. Huch, ich mache sie mal auf. Ist halt auch eine normale Holzbox, so wie die andere auch. Nur, dass die halt überall eckig ist und die andere war ein bisschen abgerundet. Gekostet hat die 2 Euro und ist 15 cm groß. Ja, das ist die zweite Box, die ich davon mitgenommen habe. Machen wir weiter mit Bambus-Holzgabeln. Jetzt gehen wir wieder zum Resin, zum Umrühren. Und ja, da habe ich. Ach so, ich muss noch dazu erwähnen, im Teddy war ich diesmal in einem größeren Teddy. Deswegen habe ich das alles direkt mitgenommen, weil ich war in Aschaffenburg gewesen, ja, bei einer Freundin. Und die ist extra mit mir zum Teddy gefahren und der Teddy war ziemlich groß. Und dann habe ich die ganzen Sachen mal bekommen. Die gibt es nämlich bei unserem Kleinen nicht. Und deswegen habe ich direkt, ja, irgendwie alles mitgenommen, was nicht nick- und nagelfest ist. Und ja, genau. Also Holzgabeln, Bambus 1 Euro, 100 Stück. Auch fürs Resin zum Umrühren des Harzes. Ja, legen wir das mal so schön da dran. Als nächstes haben wir auch fürs Resin. Habe ich mal eine Silikonform mitgenommen. Ja, halt fürs Resin einfach mal ausprobieren. Mit Haar von mir gibt es noch dazu. Entschuldigung. Ja, ist halt eine ganz normale Silikonform. Ich möchte keine Muffins backen. Ich möchte das fürs Resin gebrauchen. Ja, dann habe ich dafür auch fürs Gießharz habe ich diesen Schmucksteinkleber mitgenommen. Fimo-Tinker gucke ich ja gerne und sie benutzt die auch. Und sie findet die recht gut und deswegen habe ich mal 2 Stück direkt davon mitgenommen, weil ich den auch noch nirgendwo gesehen habe. Und ja, und jetzt war es ganz praktisch. Jetzt habe ich gefunden, deswegen direkt 2 Stück. Es geht weiter mit Streudeko Blümchen. Es sind 8 Stück drin. Es sind diese, also sind nicht selbstklebend. Aber ich fand die recht hübsch und recht schön. Und ja, da musste ich sie einfach mitnehmen. Sind 8 Stück für 1 Euro. Habe ich in 2 Farben mitgenommen. Also einmal so ganz in rosa. Und dann haben wir hier einmal noch in rot mit rosa in der Mitte. Ja, auch für 1 Euro, auch 8 Stück. Also die 2.
Dann gab es dort Filzfiguren, 6 Stück, mit 6 Klebepunkten. Das heißt, die sind halt selbstklebend. Gut, das musst du selbst aufbringen, aber dann wären sie selbstklebend. Und ja, haben 1 Euro gekostet, 6 Stück. Und es waren so süße Schmetterlinge, auch mit so Strasssteinchen drauf, in verschiedenen Farben. Rosa, blau, rot, haben mir recht gut gefallen. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Dann haben wir noch ein paar Filzfiguren. Und zwar diese hier, Filzfiguren 6 Stück. Ja, dasselbe eigentlich wie die anderen, auch 1 Euro. Und es sind so kleine Marienkäferchen, auch in verschiedenen Farben. Und als Augenstrasssteinchen. Fand ich auch recht niedlich. Ne, blenden tut das hoffentlich nicht so. Ja, so geht es einigermaßen. Und ja, mir auch, die fand ich auch recht niedlich. Und dann habe ich die mitgenommen. Ja, dann hatte ich in meinem letzten Teddy Hall ja schon diesen kleinen Notizblock mitgenommen mit der Eule drauf, den blauen. Und ja, jetzt habe ich noch 2 mitgenommen sogar. Also den mit dem Vogel und den mit dem Schmetterling. Ich finde, die glänzen auch so schön und ich finde das richtig toll, dass die inmitten auch Motive haben. Können wir ja mal reingucken, was da drin ist. Ja, schön sieht das aus, schön gestaltet. Ah, mit Rand, mit Bäumchen, Blättern, Vögelchen. Das sieht sehr schön aus. So. Kosten im Übrigen 1 Euro. Die Notizblöcke. Da haben wir den zweiten. Oh, schön. Schaut mal, wie der funkelt. Ja, den kriege ich jetzt nicht auf jetzt. Ja, was haben wir da? Ein Schmetterling und ein bisschen ja, rosa und ein bisschen Muster. Ja, auch ganz schön. Und ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Dann habe ich die 2 mitgenommen. Mal den Müll schmeißen wir auf den Boden. Als nächstes habe ich Sticky Notes mitgenommen von dem Film Frozen. Jawohl. Für 1,50 Euro sind, sieht man das so, sind 240 Sticky Notes drauf und kann man auch so, wie man hier sieht, als Buch klappen. Das ist ziemlich praktisch. Und dann haben wir hier verschiedene Größen, verschiedene Motive mit Anna und Elsa und Olaf. Schaltet nicht scharf. Ja, da Anna. Ja, fand ich recht schön und deswegen habe ich das Buch mitgenommen. Als nächstes hätten wir hier so einen Designblock. Ehrlich, den habe ich mitgenommen. Ja, stimmt doch, ja. Also 1 Euro hat der gekostet. Ich switche ihn mal kurz durch. Ja, gelb. Mal mehr so ein bisschen lila. Ja, genau. Mehr Herzchen. Blätter, also so grün und Blumen. Da haben wir nochmal Herzchen. Da fällt ein Zettel raus. Ja, lila. Und so ein bisschen gestreift. Ja, es wäre der Designblock. Ich finde, für 1 Euro macht man nichts falsch. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Kommen wir zu den Stickern. Natürlich, wie immer, auch wieder Sticker mitgenommen. Auch wieder nicht wenige, wie man sieht. Ich bin irgendwie ein bisschen verrückt, glaube ich. Aber naja, was soll's. Man braucht ja Hobbys, ne? So, hätten wir als allererstes diese hier. Glitzer-Kristall-Sticker. Sieht man die? Ja, so ein bisschen. Sind auf jeden Fall Sterne. Die fand ich recht schön. Habe ich auch direkt 2-mal mitgenommen. Haben 1 Euro gekostet. Die fand ich auch sehr schön. Da hatte ich letztes Mal mit Herzen mitgenommen. Und hier in dem Tee, die hatten sie doch auch als Blümchen. Beziehungsweise Blümchen und Sterne. Diese Glitzerkristallsticker. Und ja, jetzt habe ich die auch so mitgenommen. Auch 2-mal. Dann hatte der Tee, die diese hier. Ich mache das mal so, damit man das sieht. Pop-up-Sticker Metallic. So diese Waldtierchen, so mit Eule und Eichhörnchen. Igel und Bär, ich fand die recht niedlich, die Gesichter, auch wie sie gucken. Ich fand das irgendwie, ja, putzig und ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Aber die waren auch etwas teurer, wie man sieht, die haben 1,25 Euro gekostet. Weiß schon nicht mehr, wohin damit. Ja, ich lege das einfach mal daneben. Frösche, ja, Glittersticker. Also die sind nicht erhaben, die sind ganz schmal. Also die sehen auch aus, als könnte man die gut eingießen oder so. Aber ich finde die Frösche total niedlich. Ich hatte auch bei Ideen mit Herz mal sowas Ähnliches bestellt. Nur, dass die emporgehoben waren. Also die waren dick. Und die sind halt flach und
Ja, ich finde die recht niedlich, so wie die mal lachen und die Augen. Und ja, ich finde die süß. Und deswegen die mitgenommen. Für 1 Euro die Frischlis. Ja, und das habe ich gesehen. Das finde ich so lustig und so cool irgendwie. Und ich habe es gesehen und muss das mitnehmen. Zombies, ja, Pop-up-Sticker. Große Augen nennt sich das. Wie man sieht, Zombies. Man sieht Gehirn. Und hier, wie das Hirn rauskommt und so, ich fand das richtig cool. Erinnert hier ein bisschen auch an The Walking Dead, ne? Und ja, ich fand die irgendwie richtig geil und deswegen 1,25 € haben sie gekostet und die mussten mit. Habe ich leider nur einmal mitgenommen. Nichts, zweimal habe ich nicht nachgedacht, aber naja. Oder gab es die überhaupt? Weiß ich gar nicht. Aber die finde ich auf jeden Fall cool hier und die mussten mit. Die Zombies. Ja, jetzt haben wir noch 3 Stück. Das sind Blumensticker. Das ist sowas hier. Auch 1 Euro haben sie gekostet. Und ja, dann haben wir hier so verschiedene Blümchen, Röschen, Schmetterlinge in Rosa und Lila. Ja, das ist der erste Bogen. Als zweites haben wir dann diesen hier. Da haben wir auch Bienen oder Hummeln oder irgendwie sowas dabei. Sonnenblumen, Nelken, glaube ich. Nelken, ja. Könnt mich ja mal korrigieren, falls ich jetzt Schwachsinn geredet habe. Und es sind gar keine Nelken. Aber ich bin da nicht so bewandert. Ich habe auch keinen grünen Daumen. Bei mir gehen alle Pflanzen irgendwie leider ein. Aber ja, das ist der zweite Bogen. Hola! Jawohl, da hatten wir es Ja, da wieder. seid ihr doch tatsächlich wieder abgestürzt gerade. Ich werde da so ein, ja, ein bisschen rausschneiden wahrscheinlich. Kommen wir zu dem dritten Bogen. Das ist dieser hier, der ist so ein rosa, mehr rosa gehalten und auch ganz viele Schmetterlinge, wie man sieht. Und ja, die haben mir recht gut gefallen, deswegen habe ich die 3 mitgenommen. Kommen wir zum letzten Artikel vom Teddy, der jetzt hier nicht mehr hinpasst. Ich bin ja so schlau manchmal. Und zwar ist das ein Block. Ja, ich werde den jetzt einfach mal hier hinlegen und werde das einfach mal wegschieben. Und werde das auch mal so durchswitchen, wenn ich nicht da genommen habe. Ist auf jeden Fall 30,5 mal 30,5 Zentimeter. 24 Blätter, die kosten ja beim Teddy 4 Euro. Und ich finde auch 4 Euro völlig in Ordnung. Also natürlich beim Action kosten sie 1,99, glaube ich, habe ich ja gehört. Aber ja, ich finde beim Teddy 4 Euro kann man auch bezahlen. Ja, muss man ja auch, ne, wenn man sie haben. Ich switche mal durch so ein bisschen, dass ihr mal so ungefähr seht, was da so drinne ist. So mal durch die. So auf die Schnelle. Man sieht ja immer beide Seiten, das ist ganz praktisch. Von allen. Ah, und da fängt es dann wieder von vorne an. Die hatten wir ja dann schon. Ist auf jeden Fall sehr rosenlastig, also sehr viele Blumen, dieser Block. Der hat mir noch gefehlt. Ich glaube, ich hatte bei Teddy schon 2 geholt. Und der findet keinen Platz mehr, deswegen machen wir es einfach mal so. Das war mein Teddy-Haul, was ich alles so geholt habe. Habe ich wieder voll zugeschlagen. An dem Tag war ich überall. Ich war im Woolworth, ich war im Kick, ich war im Teddy und habe wieder gut eingekauft. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss!